Ja, und somit recht herzlich willkommen zu MotoGP 16 Valentino Rossi The Game. Wir starten von der Pole und direkt hinter uns unser Teamkollege. So, weiter geht's wieder hier. In der Startaufstellung und uns trennen nur in noch der Sekunden Moto2 vom Start eines sensationellen Grand Prix. Ah, ich befürchte, hier wird es relativ schwierig werden, hier auf realistische, weil ich habe immer realistisch gefahren mit den IRS. Das Quali hat auf jeden Fall gepasst, aber im Rennen sind die Kollegen stärker, das weiß ich. Versuchen wir es einfach mal. Bin noch ein bisschen angeschlagen, leider ein bisschen krank, vielleicht sollte ich gar nicht Motorrad fahren. Ich weiß es nicht, wir probieren es einfach mal. In der dagegen geraten, da ist wieder das der Hotspot zum Überholen. Da müssen wir aufpassen. Morbido hinter uns auch, Jonas. Ja, da gibt er eine mit, das habe ich mir gedacht. Aber alles gut abgeblockt, kommt auch noch sogar vorbei. Ja, kommt sogar vorbei. Mit dem einen. Kann ich sogar fast noch leben. Aha, sie überholen mich beide außen. Auch nicht schlecht. Die ist jetzt auch, oder wie? Ja gut, ich kann die Stärke nicht mehr zurückgehen dann leider. Das war die letzte, die wäre schneller gegangen. Sorry, war so nicht ganz geplant. Nehmen wir Fünfter nach der ersten Runde, aber jetzt müssen wir dranbleiben. Die Fahne um die WM. Zumindest wollen wir das. Vorne drei dran bleiben, das wäre ein Traum. Ich glaube, die sind mir zu schnell. Ich glaube, die drei Kollegen sind mir zu schnell. Los, schon aus, dass wir auch gerade ein bisschen den Anschluss verlieren. An Zarko und Rins. So, wir fahren ein bisschen unsere Kampflinie. Oh, Morbidelli versucht es aber außen. Okay. Natürlich innen übers Körb. Ich bin schon viel gefahren, aber hier bin ich so auch schon nicht gestürzt. Aber gut. Ist gar in den Körb, wissen wir. Ja, dann haben wir gut. Weiter geht's. Ja, da fährt schon ein bisschen Kampflinie hier, der Kollege Morbidelli. Leck mich doch, jetzt kam Folger wieder durch. Gibt's ja nicht. Jawohl, sehr schön. Ja, die müssen wir ausnutzen, das andere konstant fahren. Komm nicht zu weit. Komm, 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 komm. Ah, fast ein Ticken zu spät gebremst. So, hier müsste es eigentlich passen. Hier greift, glaube ich, die KI nicht wirklich an. Ja, genau. Da gibt uns eine mit. Das sicher. Ja, tue ich auch. Das läuft doch nicht ganz so rund. Thank you.
der Zug nicht ganz abgefahren. Rüber da zum Attackieren geht auch nicht. Haben wir mal halbwegs gerettet. Runde 4 beginnt. Gerade runter. Den Vorsprung, sehr schön. Die drei sind Bären stark da vorne. Ja, ein bisschen rechts am blöden Körper rauf, das wieder ein bisschen Unruhe reinbracht. Yes, da holen wir sogar ein bisschen auf. Wunderbar. Gleich nach der Unterführung oder gleich nach der Werbetafel müssen wir fast schon die Bremse. Wir kommen sogar näher hier. Ja, aber halbwegs konstante Runden drauf haben, geht's eigentlich. Zacko setzt sich ein bisschen ab hier, der Favorit auch für dieses Jahr ein bisschen. Fast der gleiche Fehler. Ein bisschen kann man ihn dann übers Körper, aber nicht zu viel. Konzentration ist angesagt, deswegen rede ich ein bisschen weniger jetzt, aber ich glaube, das ist eh noch im Sinne. Sorry, noch immer husten. Verkühlung. Sie läuft, so können wir zusammenfassen, die letzte Woche. Hört einfach nicht auf. Fast ein Ticken zu spät. Können wir wieder nur mit der letzten, vorletzten rechts in der schnellen und vielleicht ein bisschen was rausholen und wieder ranfahren.
ich auch einen Ticken später, dann muss ich einfach optimale Bremsung erwischen, dass ich auch da wieder ein bisschen was gut mache. Sonst wird das nichts. Die war richtig schlecht, leider. Da kann man es nicht wirklich viel gut machen, leider. Und schon beginnt gleich Runde 7. Vorne mit ran. Ah, wir kommen ran, Freunde. Zacko hier. Los, wo drin's? Geil. Ei. So war man da jetzt zu spät. Muss man nicht ganz verstehen. Gibt's nicht. Wieder auf den Scheißkörb oben und dann wieder unruhig das Motorrad. Jetzt wieder raus. Glaubt man hier, man ist so nah dran? Geht's in die letzten zwei Runden schon? Und dann doch nicht.
befürchte fast, wir müssen uns mit P4 zufrieden geben. Probiert noch ein bisschen was, aber... Jetzt wieder da aufs Quer, das gibt's ja nicht. Ja, unter Strich geht's leider nicht. Fast schon behaupten zu trauen, dass wir ungefähr den gleichen Speed haben wie die Kollegen da vorne. Zumindest wenn die Runde halbwegs sauber von starten geht. So, da kommen wir schon in die letzte Runde. Ja, schade, da war dann nicht mehr drin anscheinend. Da haben wir schon wieder 10 Zehntel drauf gekriegt, also 2 Zehntel. 10 Zehntel. Eine Sekunde war es jetzt. Mal hier, die ging gerade runter. Unfassbar, wieder da hier. Ei, ei, ei. Osnabrück, es ist so. Na, der geht auch nicht mehr so, wie er mal ging. Ja, schade. Jetzt sogar noch ein bisschen was drauf kriegt, glaube ich, aber nur P4 gegangen, leider. Hat Rins gewonnen. Mein Zako hier, vor Rins und los und wir nur auf P4, aber mit der schnellsten Runde, das gibt's ja nicht. Also theoretisch, ja, wären wir sogar das Schnellste gewesen, aber die Konstanz hat da eindeutig gefehlt auf der Strecke, also irgendwie... Ja, bei den Tests vorher war es noch ein bisschen schlechter und Volker wieder ein Hintermobil, ehrlich, schade. 67 und Zako hat 91. Da haben wir jetzt 24 Punkte Rückstand. Oh, 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 Freunde. Das wird eine ganz harte Saison, also bei unseren Rennen, wo wir gewinnen können oder müssen, ja, müssen wir dann auf jeden Fall die Punkte holen, weil wenn Zako dann nur Zweiter wird, oh, das wird ganz eine schwere Nuss. Das wird ganz schwer. Puh, ob wir das schaffen? Wir geben natürlich alles. Ausfall oder so dürfen wir uns keinen leisten, also puh. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das weitergeht. Nächstes Rennen Le Mans, kann ich mich jetzt gar nicht mehr genau erinnern. Kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mal genau erinnern. Das müsste ich fast auch nochmal kurz testen. Egal. Mit diesen Bildern darf ich mich verabschieden. Das war's. Aus Jerez. Und wir sehen uns in Le Mans beim nächsten Bart dann. Jetzt wieder heißt Titeljagd in der Moto2 Operation Weltmeistertitel. Sehr schwer, sehr schwer. Egal. Ich freue mich schon, bis zum nächsten Mal. Danke und ciao, ciao.